Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir befinden uns immer noch in Asuna bei Legion. Ich habe jetzt gerade noch abgewartet, dass der große Kerl hier vorbeisabbelt. Ich hoffe, das war der. Jo. Der andere läuft da hinten. Das ist gut. Da können wir nämlich aus der Höhle raus und können dann gleich wegfliegen. Weil wir haben ja hier unser Quest erfüllt soweit. Oh, ich sehe gerade, hier ist ein Erz hier oben. Das nehmen wir natürlich mit. Das gibt nämlich gut XP wieder. Und wir brauchen ein bisschen XP, dass wir unser Level abkriegen, dass wir ab ins nächste Level kommen, also nächste Gebiet. Und dann geht es halt richtig rund. So, denn die gute befreien wir auch noch. Die gibt uns nämlich eine Quest. Und die Quest wollen wir natürlich haben. So, was will sie denn von uns? Gibt uns Artefaktsache. Oh, du hast. So, wir müssen Leute befreien. Oh, das kriegen wir hin. Leute befreien, das kann ich. Ja, gucken wir mal. Da ist eine Naga, wo das bewacht. Da vorne dran kommt eine Pack. Die hole ich mir gleich mal als erstes. So, der erste sollte gleich mal fallen. Instanzmäßig sieht es irgendwie ein bisschen dünn aus ohne Heile. Aber okay. Irgendwann kommt einer und dann geht's rund. Ah, die geben noch gut 1000 noch was. Und Level up. Level up. 707, noch 3. Dann geht's weiter. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Nein, ich mache jetzt kein Pet Battle. Da scheiße ich dir jetzt drauf, du dumme Sau. Weißt du? Ich will ja nur den Krebs haben. Aber nein. Nein, der gibt mir den nicht. Nee. Ich glaube, da gehe ich mal hin mit dem Große und dann bleibe ich mal einen Tag da. Bis ich die in Blau habe. Okay, so habe ich das mit dem einen Leerwand ja auch gemacht. Da war ich fast den ganzen Tag da. Und habe den einen Leerwandler gefarmt, weil da kann. Es gibt so einen schwarzen leeren Void und einen weißen leeren Void. Ich glaube, der Weiße kriegst du einfacher als der Schwarze. Und dann habe ich die ganze Zeit dann dran rumgemacht und hin und her und hoch und runter, rechts und links und bin die ganze Zeit da rumgegrast. Viele haben schon gedacht, was macht denn der da? Ja, aber wie gesagt, irgendwann habe ich ihn dann gekriegt. Und das ist dann halt so. Habe ich da schon. Ah, wir haben eine Instanz. Yay! Na, dann gehen wir gleich. Was haben wir hier? Öffnen. Nüscht. Oh, die verfluchte Instanz. Oh. Ja, schauen wir mal. Die verfluchte Instanz. Freigeben. Tschüss. Also, mir ist es egal, ich renne sowieso schneller. Oh. So wie es aussieht, ist da jemand. Also, ich wurde durch. Nee, warte mal. Okay, der Boss wurde schon gemacht. Nein, du musst nicht da lang. Okay. Warum will er jetzt hier lang? Nur weil da hinten jetzt der Kreis ist. Alter, ich weiß nicht, was der sich eben gedacht hat. Aber das geht böse aus. Außer. Ne, der ist 106. Weißt du, wie kann man auch nur so viel Pulle? Kann ja wohl nicht wahr sein. Falsche Taste, ich wollte doch totstellen. Ja, ich stelle mich tot. Das kannst du vergessen. Kannst du alleine machen.
Ja, klasse. Oh, ich hasse das. Was für, das war echt eine Scheißdrecksaktion von dem Krieger. Es kann's ja wohl nicht sein. Krummel machen Sie ein gutes Geschäft. Mögen eure Füße Ist gutes Zeug egal. finden. Ach, schauen wir mal, ob das noch klappt mit der Instanz. Ich bezweifle es so langsam. Was will der jetzt noch da hinten? Hat er irgendeine spezielle Quest, was er da hinten machen muss? Das Augenräucher erzeugen. Tricks. Okay. Ja, was will er denn jetzt? Wir sind vier Leute. Okay, wo ist der fünfte? Dämonenjäger als Tank. Also, vor dem lauter Schreck trinke ich jetzt mal ein bisschen Kaffee. Ach ja. Da fällt dir nichts ein. Klar, so Spielche, Rinnrenne, zig Sache pulle, das kannst du machen, wenn du eine Gruppe hast, die aber noch ein bisschen eingespielt ist, die was auf dem Kasten hat und vielleicht Max-Level ist. Aber nicht mit so einem zusammengewürfelten Haufe, wo keiner weiß, was der andere wirklich kann. Naja, genug gemeckert, gemault, wir müssen ja hier noch gewinnen. Also, ich hoffe, dass ich diesmal. Ach, die ist auch schon tot. Alter, was haben die alles schon gemacht? Okay, die Hydra steht noch. Da kommt der mit so einer angebrochenen Instanz. Na, aber was soll's. Wenigstens ist die Hydra noch da. So, N2. Naja, 1DD Disconnect. Ja, klar. Aber okay, DD ist nicht so schlimm. Ja. DD ist nicht so schlimm, wenn der weg ist. Da wird schneller ersetzt durch ein neuer. Heiler ist da, ich bin da. Also 2 DDs, ey Heiler, ey Tank. Das kann schon gut gehen. So, da ist schon der nächste. Läuft doch. Magierin, was haben wir? Ein Mönch. Nee, ich möchte nicht aufspringen. Nein, ich möchte dich nicht reiten. Dann hole ich die Leichenkarre raus. So. Ja, er fängt schon an. Ja, dann legen wir gleich mal los. Also bei Do müssen wir halt wirklich aufpassen, dass wir aus der Flecke rausgehen. Die machen keinen Spaß. Was ihr auch noch aufpassen solltet, ist, nach einer gewissen Zeit, also ein paar Prozente, verschwindet der Kopf, so wie jetzt, und dann taucht er an einem anderen Ort auf, plus noch ein paar andere Köpfe. Bei normal, ich weiß nicht, ob das so wirklich wild ist, wenn man die anderen Köpfe nicht macht, aber bei Hero oder Mystics solltet ihr die anderen Köpfe mitmachen, weil ein Kopf schießt mit Brand rum, das kann sehr nervend sein, und die anderen Köpfe, ich glaube, nur einer war es noch mit Gift. Ja, ein bisschen Heilung auf mich. Also die Köpfe sollten schon gemacht werden. Weil die sind, wie gesagt, die sind echt nervend. Also ich glaube, wenn es eine saugute Gruppe ist, muss man es nicht unbedingt. Ja, das war's für mich. Hallo, Heile. Just do your work. Also mach deinen Job. Also,
Do your job, also do your thing. Ist egal, die sollten sie eigentlich schaffen. Dann können sie mich auf den Boden kratzen. Weil schwer ist die nicht. Man muss bloß ein bisschen aufpassen. Und der Heiler muss halt schon gucken, was er so tut. Wenn er das nicht richtig macht, hat er halt ein Problem. Aber okay, der Rest von der Gruppe hält er ja ziemlich weit oben. Das ist ja nicht verkehrt. Der macht es also schon. Ich war wahrscheinlich zu weit weg oder irgendwo anders da. Ist ja egal. So, tot. Belebt er mich wieder? Nein, macht er nicht. Da darf ich wohl reiten. Der Baum auf Doom, wo ich jedes Mal drin hänge bleibe. Vom Sau. Aber wenn ich schnell wegmache, kriege ich Ärger mit Greenpeace. So, hier vorbei, da so rum. Zum Glück ist es nicht so weit. Schnecke, Möwe, Wasserschreiter. Zack. Das macht das wesentlich einfacher. Zack. So, jetzt gehen wir ein bisschen rüber. Nicht zu nah an die anderen dran, sonst kriegt man nämlich gut was ab. Ah, da will ich nicht durch. Weil wenn ich durch die Blobsys durchgehe, habe ich das Problem, dass ich die pull. Und ich weiß nicht, ob ich die alleine niederkrieg. Müssen wir auch mal Spaß machen, mit dem Großen hier durchzugehen, um mal die ganze Instanz anzugucken. Weil man kennt immer nur so einen Teil davon. Welche immer nur der Weg, wo man geht und dann ist fertig. Oh ja, wir kriegen Essen. Und ich habe nur Kohle bekommen. Yay. Habe ich jetzt nicht ans Tisch gegriffen? Jetzt habe ich ans Tisch gegriffen. Ich will mich nicht. Rausteleportieren mag ich mich nicht. Das wollte ich auch nicht. So, da muss ich dran vorbei. Da hinten rum. Dann geben wir noch ein bisschen Gas. Ah, die Murlocs haben sie jetzt auch schon, oder? Jo. Gib ihm! Das hat jetzt wohl nicht so gehalten, wie ich das gern gehabt hätte. Naja, jetzt kommen wir ja auch gleich zum Großen. Zum Riesen müssen wir noch. So, darüber. Auf Mountain. Warum nimmt er jetzt die Fledermaus, ey? Einmal schräg geh rüber, einmal da drüber, einmal über den Berg. Und dann müssen wir die zwei Riesen da drüben machen. Weil an denen kommst du definitiv nicht vorbei. Also wir haben schon einiges versucht, aber ich glaube, an denen kommst du definitiv nicht vorbei. Autschen! Dumm Sau! Ach, der Wind, der nervt ein bisschen. Da haben sich was einfallen gelassen. Ganz schlimm, ganz schlimm. Hey! Und? Nix grillt. Nix Gescheites. So, da sind wir schon beim nächsten Boss. Beim nächsten Boss. Ja, ob wir so wirkliche Schwächlinge sind, weiß ich nicht. Aber vom Ding her. Oh nee, nichts wie raus von dort. Beweg dich! Oh, jetzt juckt meine Nase, das gibt's doch echt nicht. Eine Nasenjucke! Fast so schlimm wie Geisterpimmelessenz. Au!
Lang genug, wenn es sein muss. Also dann bin ich untot. Ich brauche keine Atmung. Das ist sowieso so Sache. Warum kann ich in dem Wasser ertrinken und im normalen nicht? So langsam wird es mir zu viel hier. Noch 5%. Ja, ich schon. Die anderen nicht. So, was kriegen wir? Ein Ring. Ein Ring. 156. Das heißt, ich kann ihn wieder austauschen. Jo. Was haben wir hier? 156, 152. Yes. Ab aufs Mount. Es war eine Verbesserung. 147 schon. Yes. Also Item Level 147. Das, zur kurzen Erklärung. Item Level ist halt in dem Sinn wichtig. Das zeigt ein bisschen an, wie stark man eigentlich ist oder was man für Equipment hat. Umso höher das Item Level ist, umso mehr kann man in verschiedene Instanzen gehen. Und hat halt auch den Vorteil, dass das Power Level halt auch stimmt. Also sprich praktisch bei manchen Raids oder bei manchen Instanzen braucht man ein gewisses Power Level, also sprich praktisch Item Level, dass man überhaupt da reingehen kann und dass man Hero gehen darf. Also ist immer so eine Sache für sich. Man sollte schon gucken, dass man ein gewisses Hero Level erreicht hat. Nein, ich will kein Fisch sein. Dumm Sau. Was riecht denn hier so fischig? Hat mich in den Fisch verwandelt, finde ich uncool. Oh Mann. Oh Mann. Ich wollte kein Fisch sein. Außer wäre ich ein Zombie-Fisch. Jetzt tut die mich ja noch vereisen in dem Sinne, als bewegungsunfähig mache. So, die letzte, dann kommen wir zum Endboss. Der hat eigentlich nicht viel Leben, nur 25%. Aber er hat ein paar schöne, nette Fähigkeiten, wo man halt gucken sollte. Na, hab ich den angewählt? Oh, Genickschmerzen, Autschen. Bisschen dumm die Nacht gelegen wieder. Aber okay. Irgendwas ist ja immer. So, 20% hat der gute Knecht. Ja, ja, alle. Oh, ein Feuermagier. Die sieht man auch sehr selten. Nö, da bin ich raus. So, irgendwann muss man halt aufpassen. Klar, die Flächen, der Wirbelwind. Aber noch nicht immer ich. Ach, muss von der Truppe weg. Ja, hat es nicht dispelled, also habe ich jetzt. Aber okay, der soll ja nicht mich dispellen, der soll ja gucken, dass er den Tank am Leben hält. Also ist das nicht so wirklich wild. Noch 7%, das kriegen wir. Och, nicht schon wirre. Das macht er doch mit Absicht. Wenn ich mich totstelle, bringt nichts. Yay! Das gibt's ja echt nicht. Allebei habe ich 3-4 Sachen auf einmal gekriegt. Also aufpassen müsst ihr, wenn ihr in die Dinger da reinkommt, dass ihr werdet damit hochgeschleudert, der Wind schleudert euch hoch und dann habe ich noch Ashara, also die Explosion abbekommen. Also es waren 3 Sachen auf einmal. Herzscher Kühlstrumpf. So, Geist freilassen. Also ich sterbe mich wieder durch die Instanz durch. Mal gucken, aber jetzt dürfte ich. Ey, ich bin immer an dem Busch vorbeigekommen. Yay! Aber jetzt ist ja schon ein bisschen. Also, ich fand es ein bisschen doof, dass man nur die halbe Instanz hatte. Da runter. Bye bye. Ja, das ist klar. Die gehen jetzt alle. Nein, nicht absaufen. So, mal gucken, was ich krieg. Oh, der ist immer noch da.
Gut, ich brauche zwei Sachen. Einmal das. Funktioniert nicht. So. Quäsch, quäsch, Kriegsherr. Ja, denn dann kann ich nicht abschließen, weil der fehlt mir noch. Naja, ist nicht schlimm, passiert. Ich wünsche euch aber trotzdem was. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dieser Folge. Vergesst nicht zu argumentieren, zu dokumentieren das Ganze. Was unten in den Kommentaren zu schreiben. Haut eine Bewertung raus. Hey, achso. Teilt mich, empfehlt mich weiter. In diesem Sinne, tschüss!